Ja, und damit ein herzliches Moin Moin und Hallo, ich bin's wieder, der Bansola. Und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge zu meinem Let's Play von Stardew Valley. Im letzten Part haben wir ja Linus am Abend getroffen, wie er durch die Mülltonnen rumgewühlt hat. Haben ihn dementsprechend auch verteidigt. Und was ich jetzt hier gerade aufhabe, über das Hofbuch, den Auftrag, den wir abschließen sollen, und zwar Frost-Slimes erlegen in den gefrorenen Tiefen der Mine. Ja, wir müssen jetzt natürlich den Bürgermeister Lewis natürlich erwischen, ne? Und was ich an Stardew Valley so übelstes feier, oder mehr oder weniger, ist einfach die Tatsache, dass immer wieder die NPCs dann nicht da sind, wenn du einen Auftrag fertig hast, der dann natürlich, ne, einen Tag vor Ablauf steht. Und das ist natürlich nicht so gut. Ja, damit werden wir auf jeden Fall weitermachen. So, aber bevor ich das tue, brauche ich noch mal ein paar Lachsbeeren. Die haue ich dann mal in die Einmachgefäße rein. Ja, und das Feld muss ja auch noch mal begossen werden. Blöd. Ich hoffe, dass ich den erwische, den alten Zausel. Wäre natürlich jetzt nicht so toll. Sonst muss ich es am Ende des Tages mit der Kneipe versuchen, weil da hält er sich eigentlich immer auf. Aber wir sollten auf jeden Fall mal die Freundschaft zu Mani ein bisschen pushen. Wegen der Shorts-Quest. Um Lewis seine Boxershorts daraus zu holen. Ja, keine Ahnung, was die da macht, ne? Nein, nein, alles gut. Natürlich weiß ich, was die da macht. Die Hose. Ja, da dabei einer gewissen Nacht wohl vergessen. Vor allen Dingen, wenn wir dann diese Kohle dann bekommen haben für den Auftrag, werde ich mir mal ein paar Sonnenblumenkerne mal besorgen. Dass wir dann mal ein paar Sonnenblumen am Start haben. Damit wir dieses eine Bündel fertig bekommen. Ich würde das auf jeden Fall innerhalb eines innerhalb eines Jahres schon schaffen. Also in diesem Jahr. So. Eieiei. Brauche ich mal eine bessere Gießkanne. Oder zumindest ein paar Sprinkleranlagen. Aber nicht diese kleinen Furzdinger, die lohnen sich nicht. Mann. Kleine kurze Unterbrechung. Musste gerade mal eben die Nase putzen. Die Nase musste mal geputzt werden. Und das hört sich natürlich nicht so schön an. Wenn man das im Mikro dann so rein schnaubt oder so. Oder wenn man das halt mitkriegt, wie man sich halt die Nase ausschnaubt. Ist nicht so schön. So, da oben haben wir wieder was zum Sammeln. Das nehme ich mir auch gleich mal. Meins. Meins. Oh, gleich sogar zwei. Nice. Ah, diese Musik wieder, ne? Ohne Witz. Das ist so mein Favorite Sommer-Soundtrack. Also der ist bei den Sommer-Soundtracks echt auf Platz 1 bei mir. Es gibt ja drei verschiedene pro Jahreszeiten. Also den hier finde ich am besten so. Evelyn benötigt eine Weintraube. 240. Den nehmen wir natürlich an. Von der alten Oma. Von der alten Oma Evelyn. So, Lewis, du alter Spezi. Da ist er doch. Ah, na toll. Jetzt hockt er da in seinen Garten. Ich kann natürlich nicht an der Mülltonne rumschnüffeln. Das ist echt schlecht. Naja. Ich habe natürlich jetzt während des Dialoges ein bisschen gequasselt. Sorry. So, jetzt müssen wir natürlich eine Weintraube finden. Aber, wenn ich schon mal dabei bin, könnte ich ja eigentlich mal kurz... Ach, hier, Abigail. Na, mein Meerschweinchen David hasst dieses heiße Wetter. Er ist etwas empfindlich.
Das Gute ist, wir kriegen ja die Seeds zurück, sozusagen, wenn wir sie ernten. So, gucken wir mal hier mal ein bisschen rum. Aber Weintrauben zu finden, dürfte jetzt nicht das Schwierigste sein. Vielleicht habe ich auch noch welche in mein Truhenlager. Zumindest mein provisorisches. Oh, na toll, jetzt kommt mir natürlich ein scheiß Schluck auf. Super. Ach, der alte Linus. Na, Alter? Oh, ich habe einen Reiher Grasil durch den Morgennebel stolzieren sehen. Das sind die Schätze eines stillen Lebens. Wenn du das sagst. Naja. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Habe ich ja schon gesagt. Geht schon los, siehste. Guck mal hier. Da ist jetzt ein... Ja, toll. Dreck. Das kriegen wir raus. Haben wir hier Glück? Ah, wieder ein Buch. Schön. Also im ersten Spieljahr von Stardew Valley werden wir definitiv nicht mehr das 1.6 Update zocken. Weil wie gesagt, es dauert ja noch ein Weilchen. Oh, hier sind gleich sogar zwei. Cool. Aber das ist jetzt nicht weiter dramatisch. Dann bleiben wir halt ganz entspannt. Wir bleiben halt weiterhin entspannt. Was das 1.6 Update für die Konsolen betrifft. Ich meine, ich könnte es auch jetzt zocken über PC, aber ich bin nicht so der PC-Spieler. So, dann schmeißen wir mal die Weintrauben hier rein. Ich nehme eine normale, also eine von der Normalqualität her. So, wen können wir alles beschenken? Emily hatte schon eins in dieser Woche gehabt und wir machen mal Abigail dieses Mal. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Oma Evelyn. Und geben ihr da mal eine Weintraube hin. Damit wir das Geld bekommen. Und genug Kohle zusammen haben für ein paar Sonnenblumenkerne. So. Ach ja, Louis ist da oben. Dann könnte ich mal, durch seine Mülltonne wühlen. Wo ist denn jetzt die alte Oma? Ey, yo, Paps, wo ist deine Frau? Weiß ich nicht. Bin auch kein großer Freund von großen Worten. Besonders nicht gegenüber Fremden, wenn ich das mal sagen darf. Was machst du hier? Ja, ja, ich gehe ja schon. Ja, ja, das ist... Ah, da ist er doch. Evelyn, Omi, hallo. Also, du hast... mein Gesuch gesehen, ja? Die Notiz? Ich weiß das wirklich zu schätzen. Mal sehen. Hier ist dein Geld, junger Mann. Cool. 240 Gold. So, jetzt ab nach Pier. Obwohl, ich brauche eigentlich 1000 für 5 Stück, aber weißt du was? Ich glaube, ich hole nur 3. Das reicht vollkommen für den Anfang. So, wo haben wir das denn jetzt hier? Hallo? Ach da! Sonnenblumensaat. 3 reichen. Die schmeiße ich dann auch nochmal auf dem Acker rauf. Und jetzt suchen wir mal kurz Abigail. Die kriegt jetzt mal von mir einen Amethyst in die Hand gedrückt. Den sie dann mal genüsslich verspachteln kann. Jeder Stardew Valley-Spieler kennt diesen Witz. Dass Abigail ja diese Mineralien ja futtert. Ich stell's mir gerade bildlich vor, Alter. Die muss richtige Kampfzähne haben, Alter. Richtig, richtig so Zähne aus Titan, ey.
So, ich habe nur gesehen, dass sie hier hochgelatscht ist. Ich weiß ja nicht, ob die dort in dieses Bad gegangen ist oder ob die hier irgendwo im Abseits steht. Hä? Echt jetzt? Ist die... Hä? Die ist jetzt aber nicht hier reingegangen, oder? Warte mal. Ah, natürlich kann ich nicht in die Umkleide reingehen von den Weibern. Menno. Das ist echt fies. Mal gucken, ob man die auch da antreffen kann. Also in dieser heißen Quelle. Das wäre ja jetzt ein Ding. Nope. Sieht nicht so aus. Okay. Dann sollten wir mal den Camper-Modus starten und dann einfach mal dort irgendwo schimmeln und auf sie warten. Bis sie irgendwo rauskommt. Eigentlich sollte sie hier oben sein, weil ich meine, ich habe sie da hochlaufen sehen. Warte mal. Vielleicht habe ich auch noch nicht alles abgeguckt, ne? Dort ist er auch nicht. Blöd. Ah, da ist wieder Linus. Der gute alte Linus. Abigail, wo bist du? Hallo. Jetzt habe ich natürlich meine Angel nicht mit. Super. Ach, da ist sie sogar. Abby! Halt! Bleib stehen! Ah, ich liebe dieses Zeug. Ernsthaft, du bist echt Superman, Sola. Klar. So. Dann hauen wir mal die Sonnenblumen rein. Die dauern auch 8 Tage. Das ist wunderbar. Mal schauen, ob wir dieses Mal so ein Ingame-Event schaffen. Na, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Wir können ja noch so ein bisschen angeln gehen. Ich meine, warum nicht? So, die Vogelscheuche sollte von der Reichweite her aber reichen. Ja. Na, das... Der kleine Garten hier, der nimmt langsam Form an. So. Habe ich nicht noch irgendwie was zum Beschleunigen? Also für den Wachstum? Nee. Ja, höchstens nur das hier. Zwar Dünger. Ah, hier. Bingo. Meine ich doch. Dann beschleunigen wir doch mal das Ganze. Die Melonen könnten das eigentlich auch mal vertragen. So, wir haben noch 8 Stück. Gehen wir mal darüber. Moment mal. Fällt mir auch gerade ein. Haben wir nicht noch ein Bündel, wo wir Qualitätsmais brauchen? Ich meine... Ah ja. Obwohl... Ja, also Mais... Also wir könnten die beiden jetzt machen. Oder die beiden. Ja gut, das haben wir automatisch jetzt. Oder halt Blaubeeren und Mais. Blöd, dass mir natürlich jetzt so massiv viel Kohle fehlt. Angeln ist natürlich die beste Methode. Ich glaube, ich muss mal was verhökern. So. Ich check da mal eben mal die Truhe hier ab. Ja, okay, gut. Ist jetzt nicht sonderlich viel, aber... Naja, passt schon. Dann hauen wir uns mal hin und starten in den nächsten Tag rein. So. Was sagt der Wetterbericht? Wieder sonnig. Oh, Pepperoni sind fertig. Und was? Robin, danke dir. Für die 50 Holz. Sie hat von meinem YouTube-Channel gehört. Den hat sie auch gleich mal abonniert. Könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr wollt. Muss ich das wenigstens nicht am Ende sagen, obwohl das mache ich sowieso wieder automatisch. Pepperoni, Pepperoni, her mit der Pepperoni. 1.
Na, Goldstern-Paparoni haben wir aber noch nicht bekommen. Aber egal. Ich sollte mal so langsam eingelegte Peperoni machen. Gibt vielleicht mehr Geld. Aber was ich jetzt auch unbedingt dringend brauche, ist so ein Bienenhäuschen. Weil ich züchte ja hier haufenweise Blumen. Und wenn ich das jetzt an so eine, ich sag jetzt mal an ein Blumenfeld ranstelle, dann bekomme ich dementsprechend so ein, halt den Honig, ne? Eigentlich auch ganz cool, das wusste ich damals tatsächlich nicht, wo ich Stardew Valley auf dem PC angefangen habe zu zocken. Das war so 2016. Nee, Quatsch, 2017. Genau. Und da habe ich das noch gar nicht gewusst. Auch als ich dann wiederum angefangen habe, auf der Switch zu zocken. Ich habe ja Stardew Valley auch noch auf meiner Nintendo Switch. Nicht nur auf der Switch, sondern auch noch auf meiner PS5 sowie meinem Smartphone. Ja, Stardew Valley ist einfach ein Spiel, das muss man gefühlt auf jeder Plattform besetzen. Genauso wie Minecraft. Obwohl ich sagen muss, die Bedrock Edition auf der Switch, ja. Naja, wie dem auch sei. Na, da hatte ich auch noch nicht gewusst gehabt, dass man halt mit Hilfe von den Blumen speziellen Honig bekommen kann. Das habe ich dann nur so durch ein paar YouTuber gesehen, also halt so internationale. Da habe ich das erst gesehen gehabt. Ja, ich bin ganz schön in Redestimmung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist normal bei mir. Nur dieses Mal brabbel ich nicht so wirr wie sonst eigentlich immer. So, Mani, Freundschaft pushen. Ich weiß nur, die Frau will einen Diamant haben und ich sehe das jetzt nicht ein, ihr einen Diamanten ins Gesicht zu klatschen. Das sehe ich garantiert nicht ein. So, wir beschenken gleich mal zwei Mädels. Einmal Emily und einmal Abigail. Ja. Ich überlege gerade, was wir jetzt machen könnten. Außer jetzt nur dämlich durch die Stadt rumlaufen oder so. Naja, also ich sag mal so, ich mache hier schon ein bisschen was. Ich laufe ein bisschen durch die Gegend rum, gieße meine Pflanzen. Hab ein bisschen geerntet, hab meine Aufträge erledigt und bla bla bla. Ja, so muttert. Ach so, ich werde jetzt mal demnächst eine Umfrage starten. Da könnt ihr übrigens dran teilnehmen, wenn ihr Bock habt. Und zwar möchte ich von euch wissen, wie ihr dann den Upload-Rhythmus findet. Also dienstags Videos und freitags. Da werde ich mal eine Umfrage starten. So, Emily will eine Joja Cola haben. Es wäre jetzt natürlich immens perfekt, wenn ich diese jetzt einfach mal aus dem Müll fischen würde. Und Louis ist schon wieder da. Ach, da ist sogar Emily. Dieses Mal gehen wir in den Topaz. Ich habe aus meinem Fehler gelernt. Ja, ich fühle mich heute faul, Bansola. Ja, dann bleib doch zu Hause. Nee, geht nicht. Wir können ja zu dir gehen und ein bisschen Tee schlürfen, oder nicht? Ach ne, trinkt sie überhaupt Tee? Weiß ich jetzt nicht. Ah, da kommt sogar Abigail. Nice. Hallo. Das ist eigentlich der gleiche Dialog. Ah, die Luft in den ganzen Sommer durchgezogen von Honig und Nektar. Mir ist fast schon schwindelig. By the way, zwei Herzen. Es könnte sein, dass wir jetzt ein Event bekommen. Jetzt müssen wir eigentlich nur einmal raus und einmal reingehen. Ja, sie ist erstmal fett am Zocken. Ja, Abigail ist so hier das Gamer-Girl in Stardew Valley. Bansola? Alter, mein Bauch. Ey, was ist jetzt los? Lobert hier rum. Hast du mich erschreckt? Warum schleichst du dich so an? Keine Ahnung, weil ich es kann.
Ich habe die Reise des Präriekönigs gespielt und schaffe nicht mal das erste Level. Ich kann nur eins sagen, das Spiel ist wirklich bockschwer. Dieses Spiel ist einfach unglaublich schwer. Sag ich ja. Naja, entweder das oder ich bin einfach nur schlecht. Willst du vielleicht mit mir das Level zusammen probieren? Vielleicht schaffe ich es mit deiner Hilfe. Ja klar, lass mal zocken. Auch noch hier mit so einem Super Nintendo, Alter. Und dann auch noch mit den amerikanischen. So, wer bin ich? Okay, der Rote. Ja, das ist so geil, ey. Da kommen sie. So, die rasiere ich hier erstmal. Und sie ist natürlich erstmal verreckt. Also das hier klatsche ich definitiv aufs Thumbnail. Zockerrunde mit Abigail. Perfekter Titel eigentlich. Ha! Ohne Coin? Meins. Das ist so geil gemacht, ne? Nein! Vor allen Dingen, die wird ja noch nicht mal hier richtig eingeblendet. Oh. Nein! Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh, cool, dein Power-Up. Ja, damit. Kann ich mal ein bisschen hier ab. Kann ich ja mal ein bisschen rundum schießen hier. Na, diese Power-Ups, ich glaube, die sollten eigentlich im Moment halten. Oder? Rapid Fire! Boah. So. Übertreibt man nicht hier mit den Power-Ups. Jetzt, wo ich einmal selber gestorben bin, kriege ich hier Power-Ups en masse, Alter. Hey, wir haben es geschafft! Yeah! Ja, das war total lustig. Danke dir, dass du mit mir gezockt hast. Du kannst ja echt gut mit dem Joystick umgehen, hm? Okay. Wir fahren jetzt einfach mal kurz alle runter. Ich weiß... Einige von euch werden hier wahrscheinlich jetzt zweideutig denken, aber das ist nicht so, wie es aussieht. Ich schwör's euch. Na, das wundert mich nicht. Du bist ja auch ein Kerl, nicht wahr? Machst du auch sowas heimlich? Alter, ist das jetzt ihr Ernst? Hat sie noch irgendwas zu sagen? Nö. Aber so eine Zockerrunde war... Das war mal cool. Ah, Mani. Wartet mal. Ich will mal kurz was wissen. Bevor wir hier weitermachen. Ich nehme mal kurz die Stardew Valley Wiki-Seite mal zu Hilfe. So. Bauernmahlzeit, Diamant, Kürbiskuchen, pinke Torte. Sind ihre besten Geschenke. Bauernmahlzeit wird erstmal natürlich nichts, weil ich noch keine Küche habe. Genauso wie den Kürbiskuchen und pinke Torte. Toll. Ja, mein Neffe Shane hat die letzten Monate bei mir verbracht. Er hilft mir mit den Hühnern, also kann ich mich nicht beschweren. Okay. Naja, dann. Ich denke mal, für den restlichen Tag würde ich mal sagen, gehen wir noch mal ein bisschen angeln, ne? Aber das war echt cool gemacht hier mit diesem Minispiel. Oh, hier sind noch ein paar Muscheln. Da ist wieder Haley. Ey, Kind, du bist ja total dreckig. Verschwinde! Ja, mein Gott, Alter.
Ja, wir müssen auch bei ihr die Freundschaft hochpushen, gerade für die 100%, die ja das eigentliche Ziel des Let's Plays sind. Also das in Anführungsstrichen Ending zu bekommen. Wieder nur Müll. Vielmehr gesagt Dreck. Emily eine Georgia Cola bringen. Ach ja, stimmt, da war ja noch was. Aber hier sind noch so ein paar Sachen, die man aufsammeln kann. Nett. Wieder ein Buch. Und ich habe wieder Sodbrennen. Gefühlt in jeder Folge habe ich Sodbrennen. Ey, ist nicht mehr normal. Ich frage mich eigentlich, ob der Jute Willi eine neue Angel am Stissel hat. Ja, die Fiberglasangel. Die hat er auf jeden Fall am Start. Die würde ich mir auf jeden Fall zulegen wollen. Jetzt habe ich natürlich meine Angel nicht mitgenommen, wegen die Köder, aber ich hätte auch noch welche bei ihm kaufen können. Scheiß drauf. Gehen wir einfach. Ah, da ist Leia. Die Geräusche der Hoftiere sind beruhigend, nicht wahr? Ja, wie du meinst. Bäh. Nichts. Moment mal, wenn sie da ihr komisches Fitnessprogramm dort bei Piers durchzieht. Wie sich das schon wieder anhört. Ich glaube, ich hatte mal eine Georgia Cola gefischt, also aus dem Wasser gezogen gehabt. Man muss aber auch echt sagen, ne? Man bekommt ja anfangs beim Angeln so viel Müll. Also mich würde es echt mal interessieren, was die alles dort in diesen Flüssen und Seen oder was auch immer da reinschmeißen, Alter. Ist ja furchtbar. Aber ich dachte, wir haben schon Umweltprobleme. Mann. So, haben wir hier eine Georgia Cola zufälligerweise? Nö. Außer nur Müll. Hier vielleicht. Ich könnte mal was versuchen. Bingo. So einfach geht das. Einfach aus dem kleinen Teich gefischt. Läuft. Läuft auf jeden Fall. So, da ist er sogar noch. Macht da ihren komischen Dance. So, Emily, Georgia Cola für dich. Hey, du hast mein Gesuch gesehen. Die Anzeige, nicht wahr? Vielen, vielen Dank. Oh, gleich mal 5 Herzen Freundschaftsstufe gekriegt. Sie hat einfach mal Müll von mir gekriegt und 5 Herzen. Was ist da los? Hat sie nicht gereilt, ne? Hey, ja, mal sehen. Hier ist dein Geld. Alter. Hat sich gelohnt. Ist zwar eklig, hat sich aber gelohnt. Apropos, wir können ja jetzt in Abigails Zimmer gehen, ne? Meerschweinchen David. Nur voller Kleidung. Moment, ein Schwert unter der Kleidung versteckt. Ah ja. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel, wenn Abigail jetzt hier in ihr Zimmer ist und wir gehen jetzt hier zum Beispiel an der Seite der Schublade ran, dann kommt da so ein richtig lustiger Dialog. Ah, 5 Herzen jetzt schon bei Emily, Alter. Das nur wegen dem Auftrag, aber das war jetzt wirklich geil. So. Ah, wir haben auch schon wieder die halbe Stunde durch. Aber ich werde diesen Tag noch eben beenden. So ist es nicht. Ist das jetzt dein Ernst? Gerade dann, wenn man es am wenigsten braucht.
So, vielleicht finden wir noch so ein paar Kleinigkeiten. Das ist ja ganz cool. Ach, weißt du was? Wir gehen angeln. Was ist denn da an der Angel jetzt dran? Ey, 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 hallo? Du blöder Fisch! Was wird das hier? Verarsch mich oder was? Ich krieg dich noch, Alter. Alter. Ein Hecht. Cool, den hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Ah, kommt schon wieder das nächste Achievement. Nice. Fange 100 verschiedene Fische. Oder insgesamt, keine Ahnung. Wieder ein Hecht. Jo. Das ist wieder einer. Aber der war ausnahmsweise mal leicht zu fangen. Also da habe ich weniger gestruggelt. Oh. Hallo? Alter. Was ist das denn jetzt für ein Assi? Sag mal. Wieder ein Hecht. Und eine Geode. Nice. Nochmal ein bisschen Algen. So muss das. Echt jetzt. Das gibt's doch nicht, ey. Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich gehe nach Hause. Dann erstmal hier diese verrotzte Cola runtersaufen. Und ab dafür. Und am nächsten Tag erstmal heftigen Dünnschiss. So, dann schmeißen wir mal die Gewürzbeere da mal rein. Das kommt hier rein, genauso wie diese komische Brille. Mein Gott. Moment mal. Kurz mal Pause. Nee, den Hecht, den brauchen wir nicht fürs Gemeinschaftszentrum. Ach, ja. So. Ja gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, ich hau dann jetzt hier erstmal raus. Und sage mal an der Stelle, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Es freut mich immer sehr, dass ihr euch meine Videos reinzieht. Genauso wie über ein Abo würde ich mich ebenfalls freuen, um nichts mehr zu verpassen und so weiter und so fort. Und ja, dann sehen wir uns in einer neuen Folge Stardew Valley wieder oder in einem anderen Projekt. Schaut auf jeden Fall bei meinem Kanal vorbei, da findet ihr übrigens noch weitere Projekte, die ihr euch reinziehen könnt. Die aktuellsten sind ja in meinem Kanal ja jetzt aufgelistet.
Also dann, Leute. Ich hau mich hin. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Cool. So, warte mal. Ich nehme das hier. Bis zum nächsten Mal.